Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Tuxer. So, und hiermit ein herzliches Willkommen beim freundlichen Tuxer. Hier steht es nochmal geschrieben. Ich starte mal hinein mit dem Linux-Assistenten heute. Ich habe mir so gedacht, ich mache darüber mal ein Video, weil das ist nämlich ein Programm, was ich jetzt auch schon seit einigen Wochen im Einsatz habe und bin davon sehr fasziniert über den Linux-Assistenten. Einfach mal hier in der Suchmaschine Linux-Assistent eingeben und dann hat man eigentlich schon den ersten Eintrag als Treffer. Ja, das wäre der Linux-Assistent bzw. seine Homepage. Ja, erstmal vorweg, was ist überhaupt der Linux-Assistent? Ja, der Linux-Assistent ist im Endeffekt ein kleines Werkzeug, ein kleiner Helfer, der einem das Alltagsleben so ein bisschen so vereinfachen soll, was durchaus auch funktioniert. Wie gesagt, ich habe es jetzt ein paar Wochen getestet und ich greife auch immer mal wieder drauf zu. Ja, was kann der Linux-Assistent? Ich fange mal hier vorne an. Er ist powerful und fast. Das stimmt auf jeden Fall. Bei der Suche, bei Search. Also wenn ihr mal versuchen müsst, hat man natürlich dann die Möglichkeit, nach wie vor das Ganze jetzt auch über einen Dateibrowser zu machen. Indem man hier jetzt hier einfach auf die Suche geht. Kennt ihr hier jeder, einen Begriff eingibt, wie auch immer. Und dann legt er los und sucht und findet halt eben die Dinge auch, die man eigentlich sucht. Nur, wenn man mal das ganze Dateisystem mit dem Nautilus, oder in dem Fall jetzt hier mit dem Nemo, durchsuchen muss, ja, weiß man ja, es dauert ewig. Und hier ist er wirklich powerful. Also das ist wirklich sagenhaft. Man muss einfach nur das Wort eingeben und schon kommen die ganzen Treffer. Das ist absoluter Wahnsinn. Das ist, finde ich, auch so, ja, das die wichtigste oder die beste Funktion für mich zumindest. Ja, was kann er noch? Keep Control gibt es diese Funktion. Check your computer for security. Also er checkt den Computer nach Sicherheitseinstellungen und nach der Standardgesundheit. Naja, ich übersetze mal so ein bisschen frei. Von dem ganzen Linux OS. Dann gibt es noch so eine Automatikfunktion mit Snapshot, mit Snapshots und natürlich mit Updates. Und es ist eine offene Innovation. Offen insofern, weil den Linux-Assistenten kann man auch auf GitHub herunterladen. Ich meine, das wäre GitHub. Wenn wir mal schauen unter Downloads, dann kommen wir sofort auf die GitHub-Seite. Und hier sind dementsprechend auch nochmal die Pakete. Den Quellcode kann man sich anschauen. Hier auch nochmal Deb-Paket als ZIP und als RPM. Vorteil ist natürlich, weil er doch ins System eingreift, der Linux-Assistenten. Und über den Source-Codes kann man sich hier nochmal ganz sicher sein, dass hier auch alles mit rechten Dingen zugeht. Es gibt den Assistenten für diese Distros, also im Endeffekt für alle Debian-basierten Systeme und für OpenSUSE. Und More Coming Soon, also der Programmierer, der John Frederik Vogelbacher, der ist da fleißig am Programmieren und es gibt auch mal regelmäßig Updates. Ja, und so schaut das Ding im Endeffekt dann hinterher aus. Kann man so ein bisschen reinseppen. Ja, und das Fenster ist für mich jetzt hier die Hauptfunktion, das Suchfenster. Das macht richtig Spaß, damit zu arbeiten. Ja, ich bin jetzt hier in der virtuellen Maschine, aus dem Grund, weil es bei mir am Hauptsystem habe ich es ja schon installiert. Und jetzt möchte ich einfach mal ganz von vorne anfangen, damit ihr direkt von Anfang an dabei seid. So, Download mit 9,2 MB ist abgeschlossen. Ja, dann können wir auch wieder rausgehen. Ich öffne mal ein Terminalfenster. Ich wechsle dann mal dementsprechend ins Download-Verzeichnis mit CD Downloads. Dann hätten wir jetzt hier das Paket. Oder auch nicht, weil ich CD falsch geschrieben habe. Kein großes C, sondern ein kleines C. Da ist doch Linux sehr empfindlich. Dann gebe ich mal hier ls ein. Und da hätten wir schon den Linux-Assistenten. Ich gebe ein sudo dpkg-i und l-Tab-Taste, Enter, Passwort. Und los geht's. Ja, das war schon. Das war jetzt auch ungeschnitten, ganz live. Ja, wo finden wir den guten Linux-Assistenten? Einfach mal hier eingeben. Und da hätten wir ihn. So, das wäre jetzt der erste Start. Ich klicke mal auf Weiter. Ist das erkannte System korrekt?
Ja, Linux Mint stimmt, Cinnamon, Sprache.de. Mit der Tastenkombination Super Q könntest du direkt deinen Linux-Assistenten schneller öffnen. Ich sage natürlich ja, ich möchte diese Tastenkombination haben. Zeit, deinen Rechner einzurichten. Los geht's. Willkommen auf deinem neuen Linux-Rechner. Lass uns loslegen. Das kann jetzt einige Minuten dauern. Und er findet jetzt zum Beispiel den Brave. Und dann kann ich zum Beispiel jetzt hier schon direkt sagen, nee, ich möchte den Firefox, ich möchte jetzt zum Beispiel auch den Brave haben. Ich mache da einfach einen Haken, einfach nur anklicken, mehr nicht. Jetzt erkennt er, dass ich, dass LibreOffice schon installiert ist. Und ich sage ihm einfach mal, ich möchte auch nochmal WPS haben, mache da einen Haken hinter. Also der Linux-Assistent ist natürlich für Anfänger gut geeignet. Und für Fortgeschrittene, so wie ich, die ein bisschen faul sind und sagen, ja, ich brauche jetzt zum Beispiel Signal noch und Jitsis. Komm, das installieren wir auch. Und dann kann man hier ganz einfach mit ein paar Klicks das Ganze installieren. So, jetzt hat man die Möglichkeit, einfach alles so zu lassen, wie es jetzt ist, dass man das selbst alles jetzt im Angriff nimmt. Aber ich möchte jetzt natürlich mal diese automatische Konfiguration testen. Und er sagt mir sofort, dass meine Updates in Ordnung sind, meine Schnappschüsse. Und alle Codecs, alle wichtigen Codecs sind auch installiert. Jetzt brauche ich natürlich einmal mein Passwort, weil ja diverse Software installiert wird. Und weil er natürlich auch einmal jetzt hier auf die Hardware zugreift. Ja, das kann jetzt in der Tat ein wenig dauern. Ich denke mal, ich werde jetzt hier so einen kleinen Schnitt reinmachen. Jetzt wäre er soweit. Er ist jetzt durchgelaufen. Und es kommt ein Hinweis, dass der Rechner jetzt eingerichtet wird und es unter Umständen nochmal ein wenig dauern kann. Gut, dem ist jetzt nicht so. Und hier in der Einführung wird nochmal genau gesagt, was alles genau durchsucht wird, wenn man die Suchfunktion benutzt. Anwendungen, die eigenen Ordner, zuletzt geöffnete Dateien, selbst Lesezeichen für den Webbrowser. Und es gibt auch noch spezielle Funktionen. Starte die Sicherheitsprüfung oder die Einrichtung nach der Installation. Sowie die vielen kleinen weiteren Routinen, die den Linux-Alltag vereinfachen. Diese werden in zufälliger Reihenfolge unter der Suchleiste vorgestellt. Genau, da muss man gleich auch darauf achten, dass ich unten so eine kleine Suchleiste und da kommen auch mal so ein paar Tipps. Und mit der Super-Q-Taste kann man dementsprechend dann den Linux-Assistenten von überall aus direkt starten. Das habe ich ja gerade bejaht. Müsste also bei mir eigentlich funktionieren. Ja, so sieht dann der Linux-Assistent aus. Eigentlich recht schlicht und einfach. So als kleiner Überblick hat man hier nochmal einen kleinen Blick auf seinen Arbeitsspeicher, auf seinen Festplattenspeicher, Arbeitsspeicher und auf Swap. Und hier unten hätten wir auch nochmal so 5 Funktionen. Einmal sende Feedback. Ich denke mal, das ist selbsterklärend. Ich kann da mal drauf drücken. Hier kann man auch nochmal ein paar Verbesserungsvorschläge mit einbringen. Über Einstellungen wäre nochmal interessant. Hier kann man die Suche einstellen. Wonach soll er suchen? Anwendung einbeziehen, das würde ich immer auf Ja lassen. Basisordner einbeziehen würde ich auch auf Ja lassen. Kürzlich verwendete Dateien und Ordner würde ich auch auf Ja lassen. Lieblingsordner, also Favoriten, ja. Das würde ich zum Beispiel nicht mit einbeziehen, den Browser. Den machen wir mal auf Aus. So, dann drücke ich mal auf den nächsten Button. Das wäre die Einführung. Das hatten wir vorhin schon mal gesehen. Hier kann man sich dann nochmal alles durchlesen. Und im vierten und auf dem 14. Knopf kann man einmal so ein bisschen mit den Farben herumspielen. Ob man ein buntes Thema haben möchte oder ein helles. Ich lasse das mal ruhig auf dem bunten Thema. Und hier kann man nochmal neu laden. Da muss ich erstmal gucken, was damit gemeint ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ich denke mal, wenn man das hier so ein bisschen updaten will, dann müsste man dementsprechend einmal auf neu laden klicken. Und hier unten muss man mal so ein bisschen drauf achten. Hier kann man sich auch noch zusätzliche Software installieren. Hier wäre dann so sinnvolle, ja, hier wäre jetzt so eine sinnvolle Vorgabe, was man noch installieren könnte. Jetzt bei Linux Mint ist, meine ich, der Wobinator schon standardmäßig schon mit installiert. Und deswegen braucht das hier gar nicht extra installiert werden. So, und die Suche. Hier geben wir mal etwas ein. Zum Beispiel, wenn ich jetzt etwas haben möchte aus dem Dateisystem, ich möchte mal in die Backgrounds hinein, einfach nur mal tippen und schon beim Tippen schlägt ein schon Ergebnisse vor. Hier wird einmal Software, die man installieren kann, wird einem vorgeschlagen, wenn man irgendwelche bestimmten Backgrounds haben möchte.
Und das Ganze ist nach so einer Trefferquote wird das ausgewertet, was am meisten Sinn macht. Das ist dann dementsprechend dann weiter oben. Oder wir könnten zum Beispiel auch mal suchen nach Sternchen.jpg. Da findet er nichts. Oder Sternchen.png. Ja, also gut, ist auf virtuellen Maschine habe ich jetzt nicht wirklich viel drauf. Um mich zu sagen, eigentlich gar nichts. Deswegen kann man das jetzt auch schlecht testen. Man kann jetzt hier auch so Schlagwörter eingeben, wie zum Beispiel Sicherheit. Und dann kommt man automatisch wieder in die Sicherheitsprüfung hinein. Ich mache jetzt hier mal abbrechen, weil das habe ich ja gerade schon durchgeführt. Jetzt mein Passwort nicht eingegeben habe, ist klar, sagt er mir natürlich, er braucht dafür Rootrechte. Ich sage ihm abbrechen. Und wenn ich mal aktuell einfach nur eingebe, dann habe ich hier, komme ich sofort in die Aktualisierungsverwaltung. Und dann sagt er mir, Aktualisierung wäre in Ordnung. Oder wenn ich irgendetwas öffnen möchte, ein Office-Programm, und kann dann direkt dann hier raus auch in dem Fall mal WPS starten. Das ist ja auch so ein Office-Programm. Und kann dann dementsprechend jetzt hier einen Brief schreiben oder was auch immer. So, mittlerweile sind wieder ein paar Tage vergangen und ich starte den Linux-Assistenten neu und er schlägt mir auch sofort vor, dass eine neue Version verfügbar ist. Ich klicke einfach mal auf Jetzt aktualisieren. Ich muss natürlich mein Passwort eingeben. Ja, und ich bin einfach mal gespannt, was jetzt passiert. So, ein Neustart wird empfohlen. Ja, ich würde sagen, dann machen wir mal einen Neustart, indem ich es einfach mal beende. Ich denke mal, so ein einfacher Neustart sollte hier ausreichen. Linux-Assistent. Ja, und schon wäre ich auch auf der neuesten Version. Was sich jetzt genau geändert hat, kann ich gar nicht sagen. Das sehe ich schon. Hier hat sich etwas getan. Sucheinstellung. Hier gibt es nur ein Zwischenfenster und Erscheinungsbild. Hier könnte man dementsprechend auch noch dunkle Themen, Look and Feel ein wenig verschönern oder besser gesagt verändern. Wie gesagt, das soll es an der Stelle jetzt gewesen sein mit dem Linux-Assistenten. Es gibt sogar seit heute eine neue Version. Ich weiß nicht, wann das Video online kommt. 17. März haben wir heute. Und schaut da einfach mal hinein, auch beim Linux Guide auf der Homepage. Genau wie auf seinem YouTube-Kanal. Da gibt es immer gute Linux-Berichte. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung von Seiten des Tuxers. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!